Meine Damen und Herren, Historiker neigen an sich dazu, sich so über alles zu streiten. Nehmen wir nur mal eine Frage raus. Zum Beispiel hatte der damalige Verteidigungsminister Franz Josef Strauß 1961 während der Spiegel-Affäre vor, einen Militärputsch zu machen oder nicht. Und ich glaube, dass diese Frage auch erst um die Jahrtausendwende geklärt werden kann. Erstaunlicherweise ist man sich aber jetzt in Fachkreisen unter Historikern einig darüber, dass der Anfang vom Ende der Ära Kohl genau auf die Osterfeiertage 1989 fiel. Wir erinnern uns, Helmut Kohl kam damals, aus welchen Gründen auch immer, völlig verändert vom Kururlaub aus Hofgastein zurück. Und also selbst seine engste Bürogemeinschaft, die Juliane Weber, der Eduard Ackermann und Waldemar Schreckenberger, erkannten ihn nicht wieder. Man versuchte zwar noch aus alter Solidarität beruhigend auf ihn ein bisschen einzuwirken, aber als erster schmiss dann doch der Waldemar Schreckenberger Anfang Mai völlig entnervt das Handtuch. Und ich muss sagen, ich habe auch Verständnis dafür, denn ich hätte gerade in der Haut von Herrn Schreckenberger in diesen schlimmen Tagen um die Osterzeit nicht stecken mögen. Helmut? Helmut, hörst du mich? Ich bin's, Schrecki. Helmut, hör mal zu, ich meine, was da auch jetzt immer vorhin zwischen dir und der Juliane gewesen ist, das ist auf keinen Fall ein Grund, dass du dich jetzt den ganzen Tag im Badezimmer einschließt. Helmut, also komm jetzt mal auf und komm wieder raus hier. Ist doch kindisch. Helmut! Helmut, ich weiß, dass du da drin bist. Mach doch auf und komm wieder raus jetzt, was soll die Kinderei, Helmut? Helmut, ich finde das gemein, dass ich jetzt die Sache zwischen dir und Juliane ausbaden muss. Jetzt komm raus, werde ich nämlich auch noch sauer jetzt. Helmut! Helmut, du weißt, dass nachher noch der Mitterrand kommt. Und du musst dich vorher noch umziehen. Helmut! Helmut, wir müssen den Mitterrand in einer halben Stunde am Flughafen abholen. Du musst dich vorher noch umziehen. Helmut, hör doch mal, mach doch mal auf, Mensch! Helmut, muss ich jetzt zu Juliane gehen und Sie fragen, was zwischen euch war? Da wäre es nicht besser, dann würde es mir das gleich selber sagen. Helmut, ich habe doch immer zu dir geholfen. Ich bin Schrecki. Helmut, jetzt komm doch raus wieder. Helmut, wie soll ich dir denn helfen, wenn ich nicht weiß, worum es geht? Sag doch mal ein Wort jetzt. Helmut! Scheiße nochmal. Helmut, hör mal, das ist doch nicht immer noch wegen heute Morgen hoffentlich. Helmut, hör mal zu. Kein Mensch hat irgendetwas gegen deinen neuen Anzug gesagt. Das Einzige, was wir uns erlaubt haben zu sagen, war, dass für die Größe, na ja, da hast du vielleicht ein paar Tage zu früh mit dem Fasten aufgehört. Das war's alles. Helmut. Aber sonst, Helmut, ich habe extra noch mal rumgefragt. Alle fanden den Anzug ganz toll. Toller neuer Anzug, ehrlich. Das haben alle bewundert, dass du den alleine ausgesucht hast. Helmut. Helmut, wir müssen den Mitterrand abholen, Mensch. Soll ich dem Mitterrand sagen, der Bundeskanzler ist sauer, hat sich im Badezimmer eingeschlossen. Willst du das, dass ich ihm das sage? Helmut, komm doch raus, Mensch, scheiße nochmal. Aki, kann von euch mal jemand in Köln-Bonn am Tower anrufen? Die soll den Mitterrand noch eine Stunde kreisen lassen, schaffen wir noch nicht mehr. Scheiße nochmal. Helmut! Helmut, mach doch mal auf. Helmut, möchtest du den neuen Anzug anbehalten, wenn wir es den Mitterrand abholen? Also los, mach auf jetzt, dann darfst du auch den neuen Anzug anbehalten. Schon jetzt sag doch mal was. Dann lass uns sauer jetzt. Helmut, hör mal, wenn es wegen Wackersdorf ist. Jetzt mach doch darüber noch keine Sorgen. Wir schaffen das, wir haben doch noch ein paar Wochen Zeit. Ist doch nicht so, dass noch keine Vorschläge da wären. Hast du dir auch schon Gedanken gemacht? Ich finde den Antrag von Gaddafi mit der Hightech-Korandruckerei nicht schlecht. Und die Baumschule können wir doch immer noch hinmachen, wenn alles reißt. Mensch, mach doch mal auf, Helmut, Mensch! Helmut, hör mal.
wenn es wegen der Meinungsumfragen ist. Jetzt mach dir doch nicht verrückt. Wegen dieser 10%, die du da verlierst vielleicht. Ich glaub doch nicht alles, was in der Zeitung steht, Mensch. Helmut, erinnere dich, was die Bild-Zeitung über dich geschrieben hat. Der Löwe von Ockersheim, er kämpft. Er kämpft und kämpft und kämpft. Und? Schließt sich ein kämpfender Löwe im Badezimmer ein. Helmut, jetzt komm raus, sei ein guter Löwe und kämpfe, Mensch. Helmut. Jetzt komm doch raus, Mensch. Helmut, weißt du schon das Neueste? Dem Warnke haben sie jetzt auch den Führerschein abgenommen. 1,8 Promille, stark, oder? Jetzt ist der Zimmermann der Einzige in der CSU, der noch einen Führerschein hat. Ja. Helmut! Helmut, ich rede jetzt seit einer Stunde auf dich ein und hast doch kein einziges Mal geantwortet. Komm doch mal raus jetzt, sag doch mal ein Wort, Mensch! Helmut! Doch kindisch! Helmut, du musst doch auch langsam wieder mal was essen. Helmut, hör mal, du hast jetzt seit einer Stunde nichts gegessen. Helmut, damit der Rang kommt gleich, da musst du vorher noch was gegessen haben, Mensch. Das saufst du mit der Champagner, das verträgst du nicht auf nüchternen Magen. Komm doch raus jetzt. Helmut, Helmut, mach auf. Helmut, ich dreh die Sicherung raus, da stehst du im Dunkeln drin. Ich mach ernst. Helmut. Aber ich habe für dich extra den schönen Rumkäse gekauft. Den dänischen, den magst du doch so gerne. 65% Fettstufe. Helmut. Eine ganze Torte besten dänischen Rumkäse. Jetzt komm doch raus, nur für dich. Der liegt oben im Kühlschrank im obersten Fach. Ich habe mich deshalb von der Juliane sogar noch ausschimpfen lassen müssen. Ihr sagt, so was Fettes darfst du doch gar nicht essen. Helmut, ach, Helmut, was das? Ach, das war's. Helmut, ist es das gewesen, worüber du dich mit der Juliane gestritten hast? Wolltest du dir den Käse nicht geben? Das war's gewesen. Hat sie den Kühlschrank abgeschlossen und den Schlüssel mitgenommen? Ach, Helmut, das ist es gewesen. Mensch, Helmut, sag doch sowas gleich, komm doch in so einem Fall gleich zu mir. Helmut, ich habe einen Zweitschlüssel. Helmut, Helmut, hörst du? Hörst du, wie er klingt? Helmut. Komm, jetzt mach auf. Komm raus, jetzt mach auf. Ich hab einen Zweitschlüssel. Hör doch mal, wie der klingt. Helmut, hörst du? Helmut, mach doch mal auf jetzt. Helmut. Ja, Mensch, was ist denn los? Das ist eine Scheiße. Komm doch raus.